wenn es schlecht läuft, weil man ihm das halt auch sofort ansieht. Und wie ihr sehen könnt, springen wir auch wirklich instant in die Map rein. Inferno wird also die Partie zwischen Vitality und North. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn das ist für mich eines der krassesten 50-50-Matchups, die wir am heutigen Tage haben. Und denkt dran, ihr habt es unten schon gesehen. Danach haben wir einen Faceclan gegen Mousesports. Das wird auch noch die nächste Top-Partie. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sind bereit für gutes Counter-Strike. Meet Vitality gegen North. Und es geht für, direkt für Mr. Apex, Mr. MemeGod 3000 über die Mitte. Ja, und das ist gut. Da guckt keiner nach hinten bei North. Kleiner Fehler. Und da können sie sehr viel Schaden machen. Banane oben helfen sie auch noch mit. Jetzt könnte es auseinanderfallen. Wichtige Shots, glaube ich, von APK. Auch Apex kann noch einen mitnehmen. Der lebt immer noch Mitte unten. Also richtig nervig für North, wie Apex hier unten gerade lange, lange überlebt. Eine 2 gegen 3 Situation, die jetzt sogar noch kippt. AZ mit 9 HP, der letzte Überlebende. Und Apex kann ihn auch noch holen. Er beginnt dieses Match mit einem 4K. Was eine räudige Zangenbewegung hier von Vitality. Da stand North komplett mit heruntergelassenen Hosen und wurden gerade von beiden Seiten auseinandergenommen. Apex pusht runter. Die verlieren komplett den Fokus oben ans Kader. Sehen wir es vielleicht jetzt nochmal. Genau, die gucken da nach hinten und dann kommt auf einmal das Holz rumgezogen. Und Vitality kommt einfach von beiden Seiten und macht hier den Zwei-Fronten-Krieg. Und die Runde geht komplett daneben. Also North hier gerade mit einem katastrophalen Start in der Runde. Ja, du kannst halt wirklich nichts machen. Du bist komplett outplayed in dem Moment, weil du dich nicht... Du hast wenig Deckung, keine Rückzugsmöglichkeit, kannst nichts neu aufbauen, sondern musst das erstmal lösen, was sich da in der Banane angesammelt hat. Und Saibu, der spielt auch gerne die MP9, das können wir hier sehen. APK geht ein bisschen durch den eigenen Molly, den sie geworfen haben, verzögert dadurch sein Timing gegen AZ. Saibu übernimmt die Position in der falschen Mitte, da konnte anscheinend auch noch keiner durch. Doch, einer hat es geschafft, Kirby steht da schon. Ja, da steht aber auch NBK oben auf dem Balkon bereit, also die Bombe kann nicht geplantet werden in dem Fall. Das heißt, Saibu kann es da, ja, ganz entspannt konzentrieren. Glück hat er hier noch gehabt, dass er da noch überlebt. Ja, und dann ist es noch Walde mit der P250. Also hier wird auch sehr schnell einfach der Sack zugemacht von Vitality. Ich glaube, die brauchen einfach mal so eine Partie, wo die halt auch ein bisschen Confidence jetzt sammeln können. Und wie klein die Map halt gerade gemacht haben, ne? Mhm. Also wirklich B komplett weg, CD Base komplett weg. Da kann nirgendwo ein Gegner stehen, deswegen kümmern sie sich nur um die falsche Mitte. Mhm. Das ist... gut gespielt, hier wäre es fast noch ein zweiter Frag für Walde geworden. Mit der MP wäre es natürlich super, nochmal extra Geld mitzunehmen. Hat hier nicht geklappt. North hat aber auch keinen Forceball gespielt. Die sind in der Eco gewesen, können jetzt nämlich die AKs kaufen. Für eine AWP bei Yugi wird es noch nicht reichen. Ja, für mich auch so eine Personalie, von der ich ein bisschen mehr bei North erwartet hätte. Er explodiert nicht so krass wie in den Teams, in denen er vorher gespielt hat. Was ich ein bisschen schade finde, weil er eigentlich eine sehr starke AWP ist. Dafür das Ganze zurzeit eben bei North von den Rifles her ausgeglichen. Also ein Kirby funktioniert gut, ein Gate funktioniert gut, ein AZ kommt. Ja, teilweise auch, wenn die Partien rein, und Walde war schon immer konstant. Und von daher, es regelt gerade so ein bisschen, wie gesagt, das Rifle-Spiel bei North. AZ knallt ihn einfach mal durch die Smoke weg. Das ist auch mal ein First Break für eine erste Waffenrunde, den man gerne mitnimmt. So, schöner Tempowechsel. Oh, yeah. Geht flott über die Mitte. Kirby steht oben im Haus bereit. Damit haben sie eine 2 gegen 5 Situation. Und da steht immer noch zweimal MP9. Das ist natürlich jetzt nicht die geilste Waffe für die lange Distanz. Deshalb zieht man es Richtung Pit zurück, hofft und betet, dass sein Bruder irgendwas bekommt. Es geht sogar zu zweit in Pit. Nice. Finde ich cool. Mhm. Coole Taktik. Zumindest ein bisschen Schaden machen. Auch North hat erkannt, dass die Spieler auf dem Spot schon anfangen zu verzögern, die Mollys rauswerfen. Ja. Solange wie sie jetzt gewartet haben, müssen sie schon fast mit 3 Spielern auf dem A-Spot rechnen. Es sind sogar 4! Timing Flash! Da will man noch weiter rein. Saibu geht down. NBK, der müsste eigentlich auch irgendwo in der Nähe stehen, aber wirklich, North hält erstmal die Mitte. Dann schnappt man sich APK. Waffennachteil. Apex noch auf dem Spot. Dann ziehen sie das Tempo noch nicht an und Kirby ballert ihn da weg. Wirklich eine saukrasse Reaktion von Kirby. Und so die erste Runde für North. Die beruhte, finde ich, sehr stark auf dem Waffenvorteil, den sie hatten. Aber was ich sagen muss, was Vitality hier eigentlich sehr schön gemacht hat, die machen ja direkt die Rotation und wollen den A-Spot dicht machen. Die gehen halt nochmal aus dem Pit raus und versuchen über zwei Flanken mit einer Doppeldeckung sozusagen Richtung A und B, Richtung Lang und Kurz nochmal zu überraschen. Was hier teilweise funktioniert hat, die Idee war ganz gut, weil du auch so ein bisschen besser die MP9 einsetzen kannst mit Run and Gun, ja. Aber am Ende hat es nicht funktioniert. Genau, hier nochmal die Quoten auf gg.bet. Vitality, kleiner Favorit mit 1,63, 2,21 die Quote bei North.
Um die letzte Runde auch nochmal so einen letzten Satz dazu zu sagen. Vitality hat sich selbst zu dieser kleinen aggressiven Aktion gezwungen, weil sie B sogar komplett offen gelassen hatten. Sie hatten alle verbleibenden Spieler von B auf A geschoben. Also das können wir als kleine Überrotation von Vitality verbuchen, die trotzdem richtig war, weil schlussendlich wollte North auch diesen Spot angreifen und hat das auch sehr erfolgreich getan. Jetzt hier wohl durch die Faden des Smoke durch. Flash ist gefordert. Ja. Gate wartet noch ab. Sehr gutes Timing zum Durchgehen, aber da steht keiner. Ein Dreimann-B-Aufbau von Vitality in der nächsten Waffenrunde, die nicht perfekt equipped ist. Ja, sie haben eine CZ auf dem A-Spot und APK an der Farmers. Also das ist nicht das ideale Setup, mit dem man Spot verteidigen will. Saibu hat schon ordentlich gefressen, nur 52 HP und es geht über lang. Und Saibu, der müsste halt Bäume ausreißen. Die gehen erstmal Richtung CT. Saibu hat es aber auf dem Schirm und das ist halt so gut von Saibu. Und er kriegt nur den Anschuss. 34 HP. Er ist getrappt, er muss schauen, was er macht und Walde geht vor, confident, aber trotzdem, Saibu tanzt ihn da aus. Boah, der Positionswechsel von ihm war so stark, da hätte er fast auch noch Gate bekommen. Die stellen jetzt nochmal um, die B-Spieler natürlich unter Druck, aber zwei Frags für Vitality, der Start ist schon mal gut gelungen, denn auch NBK hat einen Kill bekommen und Gate auf 6 HP. Das ist natürlich bitter. Schöner Winkel von AZ. Schuss geht aber vorbei. Sofort geht's nach vorne. Viel Damage gegen NBK. Der lebt aber immer noch. Jetzt können Gate und Yugi noch einen Frag machen. Gate kann sich von seiner Position in der Bibliothek aber nicht wegbewegen. Starker Flick von Saibu. Der Plant kommt. Die Smoke in die Backside passt auch. Ein 1 gegen 3, das sehr schwer ist für Yugi. Und seht euch an, wie Alex da wartet. Trotzdem kann Yugi das Duell gewinnen. 21 HP noch. Ich glaube, er hat beide gesehen. Hat er beide gesehen? Nee. Nein, er hat ihn nicht auf dem Schirm. Doch, jetzt hat er auf dem Schirm. Schade, schade, schade. Nice try. Aber am Ende, guckt ihr an, was eine Angst North vor Saibu hat. Ja. Die müssen ihn absmoken, kriegen ihn nicht raus am Ende. Walde versucht's halt. Und dann Saibu, wenn du dir den anschaust, eben der Schuss, den ersten im Sprung rausgeholt, mit einem Mega-Reflex, dann sieht er da nur einen Arm und trifft fast noch den anderen Spieler. Mega gut gespielt am Ende. Schade für Yugi, dass er ein bisschen das Timing verpasst hat. Er hat es eigentlich gesehen. Ich dachte auch gerade, ja. Vielleicht hat er das einfach nicht registriert oder ja, so. Vielleicht hat er auch gedacht, okay, der Typ ist nochmal zurück in die Smoke und kommt da nochmal raus. Aber warum sollte er das tun? Wenn ich da rauskomme, ohne direkt abgeknallt zu werden, dann habe ich eigentlich schon einiges erreicht in so einem Retake auf dem A-Spot. Guter Start für Vitality. Ein bisschen wackelig, würde ich jetzt noch sagen, aber nichts, was man irgendwie großartig erwähnen müsste. Typischer Start in so eine zweite Phase. Beide Teams sind ja aus der New Challenger Stage in diese New Legend Stage eingezogen. North einfach ein bisschen stabiler als Vitality. Und hier werden die Karten jetzt nochmal neu gemischt. Ein bisschen mehr Urlaub hatten sie jetzt noch. Wahrscheinlich oder Vorbereitungszeit, weil Vitality ja ein bisschen mehr schwitzen musste, weil sie ja mit 3-2 rausgegangen sind. Jetzt mal das Play Richtung B. AZ kommt den Support Molly. Schöne Nate. Macht nicht ganz so viel Schaden, reicht allerdings jetzt für einen One-Shot von der M4. Vitality mit so einer Doppel-Doppeldeckung. Krass. Auf A und dafür ist es halt nur Alex Richtung B. Ich glaube, da merkt man jetzt auch, dass Vitality auf den North deutlich besser vorbereitet ist als auf die Underdog-Teams. Und schon bekommt Saibu den ersten Frag in der Mitte. Ja, North ist dafür bekannt, diese Mittelkontrolle gerne zu haben. Okay, das war unkoordiniert von North. Da liegt nichts. Und da rennt sie sogar noch durch Molotov durch. Gabby hat es geschafft. Das ist auch das Einzige, was es geschafft hat, irgendwie aufs Board zu kommen. Gabby nochmal mit einem hinterher. So, da muss sogar der NIP-Fan denken, was war das denn gerade? Aber trotzdem schwierig. Sie haben immer noch eine Richtung Seite. Das ist Alex. Die Runde ist für North komplett. Ja. Falsch gelaufen. Also ich weiß nicht, Kirby hatte die Smoker noch, die er jetzt viel tiefer geworfen hat. Und anstatt sie zu werfen und durch die eigene Smoke zu gehen und dieses Risiko-Play zu machen, seine Mates damit zumindest zu unterstützen, steht er am Baum, wo er seinen Mates nicht helfen kann, während die crossen müssen und da liegt keine CD-Base-Smoke. Ja. Und jetzt geht er nochmal durch die Smoke durch. Das war gut abgezielt von APK. Der da den letzten Frag gemacht hat. Vitality profitiert von Fehlern von North, die eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, da kriegt Apex zwei leichte Kills. Besonders, weil die Hälfte da schon von den HP runter war. Muss der nur noch rein aimen. Ich sag, fehlende CD-Base-Smoke, das ist schon hart. Also das ist wirklich, auf dem Level sollte das nie passieren. Ich hoffe, ich habe immer Angst, wenn ich North sehe. Ne? Ich habe immer Angst. Manchmal ist es halt so schönes Counter-Strike. Vor North selbst oder vor den Gegnern? Ich glaube, North hat selbst Angst vor sich oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber manchmal sind Spiele dabei, wo dann genau solche Fehler passieren. Das sind dann die Spiele, wo gar nichts funktioniert bei ihnen. Und dann fangen sie wieder an, auf Twitter rein zu chatten. Ja, wir sind irgendwie Trash. Also. Und dann lag die Smoke nicht mal weg. Ja, da sehen wir nochmal Apex.
der gut Gas gibt, wenn es gut läuft. Vitality. Guter Start auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen, ein paar Sachen sind geschenkt, genau. Aber ja, einem geschenkten Gaul guckt man natürlich nicht ins Maul. Und Vitality mit 4:1 geht natürlich jetzt auch ein Waffenvorteil. North unterwegs mit Deagle, einer Kevlar bei Kirby, nochmal zwei Granaten, die man einsetzen kann, eine Flashbang bei Walde, eine bei Kirby, eine Smoke. Ja, was hat man damit vor? Wahrscheinlich irgendwo gemeinsam explodieren wäre doch ganz schön. Kleine Lücke hier in der Smoke für Alex. Das ist jetzt so die klassische 4-1-Deckung, nicht dieses Passive. Das war schon gefährlich, was Vitality gerade an B gemacht hat. Saibu ist sehr gut ins Spiel reingekommen. Auch darauf müssen wir natürlich achten. Sondern seht ihr Alex immer wieder mit den Info-Jumps. Sobald er den Gegner sieht, wird er sich zurückziehen, den Pool nochmal absmoken. Aber North, ihr A-Play sah gar nicht so schlecht aus, was sie da gemacht haben. Ich denke, dass es nicht verkehrt ist, den Spot weiter zu Beginn in den Fokus zu ziehen. Aber klar, wir haben schon die 4-1-Deckung. Ja. Mehr kannst du kaum erreichen. Mhm. North ist auch ein Team, was sehr gerne Richtung A anspielt auf Inferno. Sie machen es halt eigentlich auch sehr, sehr gut. Das Refact-Verhalten passt eigentlich, sie nehmen gute Mitte ein, können die Tempo gut wechseln. Da sehe ich North wirklich verdammt gut. Und man sieht hier, wie gut sie durchkommen können. Wie brachial sie gerade hier durchgekommen sind. Dann gibt es noch so eine Stelle von Jugend, der ist nur noch NBK. Und das ist das Gefährliche bei North. Die können in der Mitte explodieren wie eine Supernova, egal an welcher Position. Genau, da es so eine Supernova wehtut, können wir uns noch vorstellen. Ja, Yugi Schuss tut genauso weh und jetzt wissen sie den Spot, haben sie höchstwahrscheinlich frei. Problem ist, über die Mitte hätte der Spieler längst rotieren können, aber Walde punisht auch diesen Laufweg. Hat sich da schön in der CD-Base geduldig gezeigt und übernimmt den Frag gegen Alex. Die zweite Runde für North durch eine Deagle-Eco und sehr, sehr starke Shots von AZ, Gate, Yugi und Walde. Da sind wir auch immer noch mal Müffer gesehen. Da sehen wir nochmal, wie sie halt wunderbar durchexplodieren. Einfach so eine Silent Flash und dann ist AZ da am Start mit der Deagle. Ja. So, da sehen wir es nochmal. Die Flash war so gut. Aber Müffer halt im Hintergrund auch immer sein Team mal motivieren. Wie so der Papa, ne? So ein bisschen kleiner Sonic. Ja, bringt ja nichts, sich aufzuregen. Ne? Ja. Was passiert ist, ist passiert. Und das kann er natürlich am leichtesten verarbeiten. Ist nicht so drin im Game wie die Spieler. So, sauberer Check. Ja. Kein Problem. Schön separiert mit dem Molotow. Ist kein Refrag. Damit hat AZ den Raum erstmal eingenommen. Sehen wir bei North auch mal ein bisschen Bananekontrolle. Auch mal was Schönes. Ja, und an Apex rotiert einfach auf A. Das ist einfach der Gamble. Ne? Also jetzt ein Stack draus machen. Warum nicht? Ja. Und ich finde die Rotation Richtung A auch nicht verkehrt, weil A das beliebtere Ziel von North ist, weil die Runden besser funktionieren. Wenn North jetzt anfängt, Runden auf B zu holen, dann wird sich das Spiel wahrscheinlich wieder auf eine 3-2-Deckung von Vitality versteifen. Wobei, so wie sie gerade schon am Rotieren sind, so Read-lastig, sage ich mal, glaube ich nicht, dass sie das jetzt irgendwie nur noch auf Infoplay umstellen werden. Ich glaube, sie werden weiter diese frühen Rotationen versuchen, wenn sie das Gefühl haben, dass North das gerne anspielt. So, dann mal ein bisschen angekündigt, einfach ein Contact-Play. Smoke war ein Kopfball. Ja, leicht verkackt, aber das passiert. Kommt vor, ist jetzt hier auch nicht dramatisch. Nee. Kein Detail, dass die Runde irgendwie entscheiden wird. Ja. Man kann die Smoke ja zum Plätten. Alles okay. Aber das war okay von North. Viel gibt es da sowieso nicht zu holen für Vitality in der Situation. Ja, und damit hat man die Runde kurz und schmerzlos einfach beendet. Wenig Contact gab, bis auf einmal Apex auf 8 HP und halt Alex, der gut abgecheckt wurde und damit fehlt North keinen einzigen HP. Und das Schöne ist, guck dir an, wie viele Granaten sie durchbringen. Ja, das ist ein sehr schönes Detail, das du da erwähnst. Denn das bedeutet super wenig Geld ausgeben, um nachzukaufen. Ja. Also da reden wir wirklich von vielleicht mal $500 bis $900. Aber du musst nicht mal einen kompletten Tausender investieren. Ja. Und AZ könnte damit dann natürlich auch locker nochmal eine bessere Secondary kaufen. Aber wir haben ja bei 4 von 5 Spielern schon auch Deagles und P250. Mhm. Das heißt, das Investment für diese Runde ist sehr gering. Hier das höchste ist $1,100 von Walde und der hatte am Ende, glaube ich, gar keine Granaten. Der musste also einen kompletten Gürtel kaufen. Super für Yugi, der nur $500 ausgeben muss. Jo, und wir sehen, was sehen wir bei Vitality? Nochmal den Safe mit ein paar Granaten. Sehr viele HEs, das heißt, man könnte irgendwo einen HE-Stack durchführen. Das wollen sie hier machen, Richtung Mitte. Da kommt ordentlich was runtergeflogen. Jetzt kommen auch die Granaten hinten in die Ecke. Und jetzt geht man einfach mit einem Push nach unten. Wird aber von Yugi und AZ unter Kontrolle gehalten. Zack, Gate passt hier auch auf. Yugi muss gar nicht eingreifen aus der zweiten Reihe.
Und damit geht der Plan für Vitality erstmal nicht auf, bis auf der Grundschaden, der von den beiden HEs gesetzt wurde, und zwar auf 26 und 60. Wie ruhig North nach solchen drei Frags bleibt, ne? Also jeder andere wird wahrscheinlich sagen, oh Gott. Kreuz, zack, drei Kills gegen die Mitte, lass doch mal auf A rennen. Nee, sie warten erstmal ab, sie gucken, ob vielleicht noch irgendwo jemand Info will, Banane vielleicht reinpusht. Ist auch okay, wahrscheinlich noch sicherer, als dann irgendwie blind drauflaufen, weil man denkt, die Runde wäre schon gewonnen. Und auch Alex und APK könnten sogar überlegen, ihre Granaten irgendwie zu saven, das Kevlar zu saven. Das wäre nicht verkehrt, aber um ehrlich zu sein, noch ein bisschen Schaden zu machen, das wäre viel besser, um North ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber jetzt ist auch Alex gefallen und Walde bleibt einfach in der Banane stehen. Er sagt, Leute, konzentriert euch auf die CD-Base-Deckung. Achtet vielleicht ein bisschen drauf, vielleicht steht noch jemand in der falschen Mitte, da hatten wir recht wenig Fokus drauf. Aber übers Haus ist jetzt gerade auch einer vorgekommen, also recht unwahrscheinlich, dass man jetzt noch jemanden in der falschen Mitte vermuten würde. Da macht es mehr Sinn zu denken, dass da noch einer am B-Spot ist. Und da sehen wir auch einen sehr schönen Plant in der Ecke hinten, ist weiter vom Pit entfernt. Aus dem Loch heraus hat man trotzdem noch einen guten Blick auf die Bombe. Der Gegner kann sich da nicht verstecken beim Diffusen und vor allem kann man auch mit wenig HP, wie Yugi jetzt mit 26, im Pit noch seine Waffe saven. Das heißt, er muss sich überhaupt nicht vom Spot entfernen. Könnte man vielleicht überlegen, ob man den Bombenradius auf Entfernung nicht einfach ein bisschen erhöht, um das so ein bisschen zu unterbinden. Aber ganz ehrlich, so ein kleines Detail, finde ich es eher schön, dass die Spieler da inzwischen einen Weg gefunden haben, um diesen Kurzplant, den man normalerweise macht, der auch sehr risikoreich sein kann in hektischen Situationen, um da einfach eine bessere Position zu finden. Also es ist schon sehr belohnend für die Teams, wenn sie diesen Plant spielen. Das finde ich gut. Ich finde es auch sehr schön, dass North halt, weil du es ja auch gerade erwähnt hast, so ruhig bleibt. Das erinnert halt eher an das Spiel, was wir gesehen haben, zum Beispiel auf der TÜMEC Master in Marseille, wo sie dann auch gezeigt haben, okay, sie können ein Upset-Team sein, haben es dann aus der Gruppenphase rausgeschafft. Oder auch bei den ECS-7-Finals, da war es auch, sind ja Dritter geworden. Ja. Was für North schon mal ein positiver Aufwind war und Potenzial zeigt, wo das Team überhaupt spielen kann, weil es ist ja individuell ein sehr gutes Line-Up. Und von daher, North muss einfach versuchen, jetzt das zu nehmen, was sie haben und einfach auch den guten Run mitzunehmen. Und wenn sie gegen Vitality es schaffen sollten, die heute zu gewinnen, können sie vielleicht da sogar fortsetzen und vielleicht auch davon profitieren, dass Vitality gerade ein wenig am Struggle ist. So sieht's aus. AZ und Co. haben erstmal wieder obere Bananenkontrolle etabliert, schicken sehr früh Kirby im Haus nach vorne, aber das sieht nach einem guten Fokus von Vitality in Richtung Haus auf. Trotzdem geht NBK direkt down, das ist ein Frag, den Kirby gerne mitnimmt, da muss er nichts weiter riskieren. Einfach mal die Smoke geworfen, den Molotov, so bleibt es bei einer guten Hauskontrolle für ihn. Und jetzt erwartet er sogar die Regression. Seht ihr an, was das für ein Verhalten ist. Einen Frag gegen den A-Spot gemacht, aber erstmal komplett zurückgezogen. Finde ich mega gut, wie North das dann kriegt. Sogar nochmal einen Doppelpeak draus gemacht. So richtig schöne kleine Details. Ey, da geht mir das Herz auf. Ja. Richtig schön zu sehen. So koordiniert gerade, was North da Richtung Mitte aufzieht. Ja, ich weiß, es ist auch ihr Spiel auf den Basic, noch. Den du halt lernst, ist, ne, einen unten reinschicken, einen über den Balkon, ja, und dann zusammen den Initial-Doppelpeak. Aber sie zeigen halt, dass man den Gegner auch so ein bisschen anlocken kann, in Richtung Teppich zu kommen, um den Doppelpeak auch wirklich zu einem Kill zu verwandeln. Ja. Die finde ich vielleicht auch ganz schön. Und jetzt schieben die drei Mann B. Ja. Vitality hat eigentlich null Info. Das ist wieder ein Gamble, aber er kann funktionieren, weil Savu am richtigen Spot steht. Vielleicht auch ein bisschen das Spiel, was man dann auch gegen Saibu auspacken muss, einfach diese Regression, wie wir es eben gesehen haben, weil er gerne nochmal piekt und diesmal ist er vorbei. Also geht der Gamble auf für Vitality, kommt man hier durch. APK ist auf jeden Fall hier erstmal beschäftigt, wird jetzt gleich in die Rotation gehen. Aber guckt ihr, die ziehen nochmal rüber. Die Zeit. 13 Sekunden. Okay, jetzt wird's interessant. Er muss ja durchziehen. Nee, das schaffen die nicht. Die können doch nicht. Das muss man doch erkennen, dass der Spot wechselt. Ja, nicht. Reicht das noch? Nee. Nee, das war echt scheiße von North. Die haben bei 20 Sekunden an A noch gefaked und dann ihren B-Go gestartet, bei dem Savu den Frag macht. Und da habe ich mir schon gedacht, Spot wechseln kannst du nicht mehr. Naja, wenn sie mal eine Sekunde früher losgelaufen, dann hätte es gereicht. So, Polargeist schreibt, ich entwickle mich nicht mehr mit dem Profibereich in CS. Für mich spielt da gerade Dignitas gegen Titan. Okay, das ist sehr gut. Ja, das ist wirklich stark. Ach ja. Guck mal, so schön angefangen bei North und dann so stark nachgelassen. Ja, es ist ja so ein Auf und Ab, ne? Die typische North-Achterbahn, ne? Demnächst bei euch im Vergnügungspark eurer Wahl. Ja. Denn
halbwegs guter Start in die Partie, schön zurückgekommen. Ne? Dann geht es jetzt wieder bergab mit so einer Runde, weil das kostet dann mental auch. Ich denke, Mither wird ja erstmal sagen, Jungs, das war nix. Ja. Abhaken, weitermachen, die Zeit gut im Auge behalten, denn sie lassen sich gerade sehr viel Zeit mit ihren Executes. Ja, Vitality. Trotzdem hier mal runterkaufen. Da liegt das C4 zum Picken bereit. Zack. Da fliegt es hoch und hängt am Rücken. Ja. Und damit ist North mit 4 Runden weiterhin unterwegs. Schade, wäre ein cooler Versuch gewesen, aber ja, ein bisschen spät. Und dann kriegt APK auch noch diesen einen Kill und kann sogar zum Spot gehen. Jo, und damit ist Vitality jetzt hier mit einer aggressiven Position Richtung Haus unterwegs. Einen kriegt der NBK Gate mit dem zweiten. Vollgas jetzt. Oh, jetzt ein bisschen mehr AP wäre vielleicht sogar durch den Molly gegangen. Quickscope von Saibu sofort. Die Smoke um ins Haus. Er kriegt noch eine gute Flash ab. Muss also kurz warten, bis er wieder was sieht. Aber ich glaube, er hat die Situation für sein Team nochmal retten können. Besonders gut unter Kontrolle jetzt zusammen mit Apex eigentlich. Aber der will nochmal nach vorne gehen. Hat Saibu noch eine Flashbang? Ja, hat noch eine Flashbang. Die kann er jetzt reinwerfen. Ja, macht er auch. Flashbang kommt gut rein. Gut gemacht von Vitality. Verlieren das Haus. Können aber dank Saibu und Apex den ganzen Raum wieder erstmal zurückholen und auch das Spiel von North so ein bisschen ins Stocken bringen. Ja, die haben noch einen im Haus. Recht billige Flash, der aber nicht genutzt wurde. Währenddessen geht Saibu down. Und dann geht es doch nochmal Richtung kurz vor. Wichtiges Duell, dass Apex gewinnt. Der Spot jetzt trotzdem da. Walde legt einfach mal durch, weil sie haben ihn nicht crossen sehen. Vielleicht denken sie jetzt sogar, dass es B ist. Netter Fake mit der Pistole. Hat nee, nicht ganz wartet, funktioniert. Ne? Aber er geht nicht weiter vor. Oh, da schießt der Apex Low AP. Das wäre der Moment zum Vorgehen. Genau, Alex schnappt ihn sich. Es ist die 6. Runde für Vitality. Bisher auch die Klatsche ist eher auf Seiten der Franzosen als bei den North-Spielern. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass North so das Klatsch-Team ist, diese Unterzahlsituation nochmal regeln kann. Ja, aber Vitality macht es gerade ein bisschen besser. Ja, das Decision-Making einfach wie sowas mit Apex in der... Mit der Raumkontrolle nochmal halt nach vorne zu gehen, war schön gemacht. Also ich finde halt, die Raumkontrolle am Anfang, das Early Game der Runde ist eher so ein North-Gebiet. Aber wenn es dann so in das Decision-Making im Late Game geht, da ist Vitality ja ein Ticken schlauer einfach unterwegs. Vielleicht auch die Fehler, die dann auch von North bestraft werden, die dann auch so ein bisschen ja, das Geld bei North klein halten. Wo man mal gucken muss, man spart. Ja, leichter Vorteil für Vitality. Ja, das Rotationsspiel von Vitality muss man natürlich auch nochmal ansprechen. Es wirkt random, es ist wahrscheinlich durch gute Vorbereitung so ein bisschen bestimmt, dass man ungefähr weiß, welchen Spot North in welcher Runde gerne anspielt. Ist natürlich immer ein Risiko. Bisher fährt Vitality damit ganz gut. Mit 4 T-Runden kann man bis jetzt aber auch ganz zufrieden sein. Und noch hat man ja die Chance, ein paar mehr Runden zu sammeln. Mal gucken, ob das jetzt mit diesem B-Go funktionieren wird. Eine Treppensmoke dazu. Die Pool-Flash kommt entgegen Apex. Gut aufgepasst. Und sich erstmal Gate geschnappt. Da steht noch einer an der zweiten Obstkiste. Alex aber schon low HP. Und Apex hat hier weiter Probleme. Noch kann keiner von North mithelfen, weil die Treppensmoke jetzt fast schon stört. Jetzt versucht man hier irgendwie durchzugasen, beziehungsweise irgendwie einzeln nach vorne zu kommen. Dann laufen sie halt einfach in ein absolutes Kreuzfeuer. Guckt dir an, wie schnell Vitality halt rotiert ist und einfach nur dicht macht. Die stehen innerhalb von Lichtgeschwindigkeit, stehen die auf einmal da mit 4 Leuten und machen einfach dicht. Ich denke aber schon, dass das Timing für North da gewesen wäre, in Apex unter Druck zu setzen. Also da gibt es wirklich kaum Zug zum Spot. Man wartet nur darauf, dass der Spieler auf der ersten Obstkiste irgendwie einen Frag macht. Und dann muss man ganz klar sagen, hey, wenn... Der Spieler, der direkt down geht, durch Apex geholt, so fällt, dann muss ich das durch einen anderen Laufweg irgendwie kompensieren. Das Problem ist natürlich, dass man von Alex wahrscheinlich weiß, der mit seinen 11 HP an der zweiten Obstkiste sitzt. Das heißt, auch da musst du erst den Spieler holen, der in der Ecke sitzt, dann rumziehen. Das ist wieder so Refrag anfällig, aber trotzdem war mir das etwas zu langsam von North beim Go. Dazu muss man aber auch sagen, Vitality mit sehr guten Gegenflashes. Sowas stoppt im Go natürlich auch. Dann noch ein sehr schneller, die sehr schnelle Rotation. Man flasht halt rein, hinten aus CT, dann boostet man auch schon einen Instant wieder hoch. Damit hast du auch wieder ein super Backup für Apex. Wo Apex den Kill geholt hat, war APK schon rüber rotiert, wurde schon hochgeboostet. Also es war wirklich verdammt flott von Vitality. Wir können ja CS. Also. Hätten sie nicht so reingekackt bei der Challenger Stage, dann hätte ich sie wahrscheinlich hier auch als Favorit gepickt. Also ich hätte sie dann als Sieger gepickt. Für mich ist es dadurch halt ein 50-50 Matchup. Aber grundsätzlich würde ich halt schon sagen, ist Vitality das bessere Team, wenn sie einen guten Tag haben. Das scheint heute der Fall zu sein. Ja. Yugi jetzt mal unterwegs an der
AWP. Ansonsten erstmal wieder frühzeitig so ein 4-1-Setup aufgebaut. Jetzt sieht man schon wieder einen rüber. Also, sie legen schon sehr viel Fokus oder sehr viel Wert wieder darauf, einen Spot dicht zu machen. Jetzt vielleicht die bisschen schnellere Rotation zumindest, dass man sie Richtung CT abstellt, weil halt, ja, irgendwie erstmal nichts Richtung Mitte kam. Jetzt kommt der Zugriff Richtung Mitte. Jetzt rotiert man auch wieder rüber. Saibu verschmeißt da erstmal seinen Molotow. Das heißt, da geht es jetzt erstmal durch und North wieder mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, diesmal verlangt. Lücke gefunden, Kill geholt. Saibu und APK können hier aber nochmal zuschlagen. Ja, sie müssen halt auf den Winkel aufpassen zur Bibliothek. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Apex kam dann aber auch noch an der Lang dazu. Wieder eine Unterzahlsituation, die Saibu noch verschlimmert für North. Geht. Vielleicht den schlimmsten Gegner sofort picken. Den Winkel gegen Saibu suchen. Der, wie gut hat er den Molly bitte eingeschätzt. Zieht da noch rum und Gate wirkt da nicht ganz fit, so wie er gerade geschossen hat. Die 8. Runde für North. 12 Runden gespielt. Und da wird auch direkt reingebrüllt. Stimmung gemacht. Da kommt wieder der, gut. Da kommt wieder der Raypex raus. Der macht alles platt. Oh, Saibu hat immer so gute Timings, Mann. Das ist so krass, wie der immer das einschätzt. Und dann gewinnt er halt auch jedes Duell. Jetzt fragst du dich, warum Saibu oben im Scoreboard steht. Genau wegen solchen Aktionen. Ja. So krass. Wie viele Kills hat der junge Mann denn bisher? 12. Ja, ist okay. Fast doch im Scoreboard, aber trotzdem, Saibu, du siehst einfach seine Klasse, wenn du halt siehst, den ersten Pick da und dann die, wie von dir erwähnt, diesen Molotow da so gut abgeschätzt. Ja, da, keine Ahnung, ist einfach auch ein Spiel auf einem anderen Niveau manchmal. Ja, das stimmt. Nicht nur manchmal, ich finde, es sind sehr konstante Spiele auf einem anderen Niveau, ja. Auf einem besseren Niveau. Er ist der, auf den man immer achten wird in diesem Lineup, den man immer beurteilen wird, ob er wieder ausgerastet ist oder nicht. So, hier die Support Flash zum Reingehen in die Banane. Wahrscheinlich auch nur, um Saibu zurückzudrängen, denn das ist nur AZ in der Nähe, der nicht mal durch die Smoke durchgegangen ist, die Vitality da geworfen hat. Der Alang-Push von North hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wenn sie das mit einer Bibliothek-Smoke oder so supporten würden, würde es vielleicht noch besser funktionieren. So, sehr gut getimte Flash von Walde. Ohne diese Flash hätte AZ diesen Frag wahrscheinlich nie gemacht. Und sofort wieder mehr Druck auf B. Vielleicht versuchen sie es sogar durchzuziehen, aber eigentlich ist das Zeitfenster für den schnellen Zugriff weg. Ja, Molotow hinten Richtung Särge, freie Hand geworfen. Der kam auch noch super an. Kirby kann dann den ersten am A-Spot holen. Jetzt hat man überall ein Entry bekommen. Vitality bewegt sich auf dem Spot in der CD-Base. Jetzt haben sie es aber geschafft. Ich denke, die Runde kannst du aus Sicht von North kaum noch verlieren. Ja, gucken wir aufs Geld. Nee, ich wollte gerade sagen, willst du safen gehen? Wird nichts mehr. Eher Apex nochmal in der Situation, vielleicht seine Waffe durchzubringen. So, nochmal nette Blicke, wenn du geschmissen der Kamera. Apex ist halt das Kamera-Meme hochziehen. Das ist so geil. So. Er wartet halt in der guten Position. Und pass auf, selbst wenn er jetzt down geht. Ich bin zu kurz. Wenn er jetzt down geht, wird er sich aufregen. Da direkt mal wieder das Merde durch den Teamspeak geflogen. Aber das war noch harmlos von ihm. Das kennen wir schlimmer. Nein, das ist ja auch eine ungünstige Situation für ihn, da irgendwas zu machen. Direkt taktische Pause. Ja, Vitality einmal kurz unachtsam gewesen in der Rotation. Und dann das perfekte Timing oben im Haus und das reißt komplett den Spot auf. Ja. So, und darauf will Vitality direkt mal, ja, eine Handbremse ziehen. Ich sag mal noch, eine dieser zwei Runden für North und die können, also können sich nicht zurücklehnen, aber können sehr zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben. Vor allem, weil Vitality lange Phasen in dieser Partie hatte, in der sie ja fast schon dominiert haben. Hier nochmal der letzte Kill. So, hier, da, also, wenn ein Spucknapf gewesen wäre, der hat kurz Pling gemacht. Ja, war flawless Round für North, das dürfen wir auch nicht vergessen. Keinen einzigen Spieler verloren. Ist natürlich auch gut für das Geld, für die letzten Runden. Damit hat man auf jeden Fall schon mal das sichere Polster in der nächsten Runde nochmal zu kaufen. So, und jetzt steht man bereit mit Walde. Der will wieder flashen. Der ist schon wieder heiß. Aber guck dir an, diesmal Vitality auf dem Push nach unten und guck dir es an. Die haben nicht viel Geld. Die müssen halt selber super krass runterkaufen, um hier irgendwie für North die Aufholjagd irgendwie zu unterbinden. Ja, das, was sie an Molotovs zur Verfügung hatten, also einen haben sie noch übrig, aber einen Großteil dieser Molotovs haben sie wirklich für diese Bananenkontrolle eingesetzt. Sie stellen Saibu hier ab. Sie wissen jetzt, wie wichtig die Bananenkontrolle ist. Ich denke sogar, der hält den Winkel für einen Frag. Aber immer wieder die Flashes von North, um die Bananenkontrolle zurückzunehmen. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass Vitality mit zwei Leuten auf B steht. Aber da wir hier von Saibu sprechen,
kann man auch mal ihn länger alleine stehen lassen. Er bekommt den Pick gegen Yugi. Ist meiner Meinung nach auch ganz klar die stärkere ABP. Und jetzt hält er diesen sehr fiesen Winkel, den man mit einer Bandenflash hinter die Sandsäcke ganz gut countern könnte. Das war, glaube ich, ein Run-Boost-Versuch. Wieder eine super Flash. Sie arbeiten so perfekt gegen Salvo. Das gefällt mir richtig gut bei North. Na, endlich machen sie es. Jetzt mal Zug zum Spot. Aber ich glaube, die rotieren nochmal Richtung A. Ja. Wir wollen wieder, dass Kirby hier ein Entry setzt. Die Chance bekommt er auf jeden Fall wieder. Molotov kommt rein und er sucht schon den Winkel. Kriegt aber diesmal das Köpfchen nicht, bleibt damit erstmal im Haus und flecht sich raus. Confident wie eh und je geht's nach vorne, wird dafür belohnt. Alex kann zwar noch mal den Refrag holen, der Spieler ist gecallt. APK ist vielleicht jetzt der Überraschungsmann, der hier in der, der Ecke sitzt. Le Tank schlägt zu, Le Tank mit einem. Aber noch ein bisschen Schaden gemacht gegen Walde. 2 gegen 2 Situation, nochmal das Beste rausgeholt. Einer kommt schon über kurz, da passt Gate auf und damit der Letzte hinter der Smoke. Gut gemacht von North. Oh, das ist ein Gap. Ja, aber die verrät jetzt nur die Position von Apex. Auch schön der Plan von Walde an der Box gewesen, damit ein Kurzpush ihn nicht holen kann. Sie wissen, dass die Rotation von B-Weg sehr laut war, dass da vielleicht einer hinterhergeht. Und da konnte Gate gut reagieren, da ist sie, die 6. Runde für North. Und du hast das Geld eben schon angesprochen, das könnte gut und gerne noch eine 7. werden, denn Vitality wird in eine SMG-Eco, wahrscheinlich sogar nur durch Pistols unterstützt, reingehen müssen. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt kaufen. Es sieht echt nicht gut aus. Da sind vielleicht ein paar SMGs drin, die eine oder andere Pistole, weil Utility will man ja auch noch haben. 8 Runden ist okay, aber North fängt sich hier. Also gefällt mir sehr gut. Fehler werden langsam etwas weniger und man findet einen guten Konter gegen Saibu, muss man sagen. Also sie einer wissen dieser, schon. Dieser Konter sind nicht nur die Flashes in der Banane, sondern auch immer wieder die Smoke-Mitte hoch, damit man ihm diesen Winkel in Richtung Mitte komplett denied. So bekommt man immer wieder die Räume direkt an der Mitte dran, kann dort explodieren und zwingt ihn in passivere Winkel, die man wahrscheinlich deutlich besser einschätzen kann. Und sieht der Gate an, der übernimmt diesmal den Job von Kirby. Hat aber noch ein paar Leute im Gepäck. Was? Flash kam, Deagle sitzt gut ab. APK macht da sogar 2 von unten. Er weiß, dass da noch einer im Haus ist. Yugi hat währenddessen noch sein Wu picken können. Ja, und Gate macht auch noch den 3. weil der hat überhaupt nicht mit dem Positionswechsel gerechnet. Yugi zwar mit 2 Kills, aber trotzdem geht die 9. Runde trotz des Low-Buys an Vitality. Ja, sehr überraschend. Es war auch kurz und schmerzlos irgendwie zu Ende. Und von daher freuen wir uns auf Halbzeit Nummer 2 mit Vitality und den Jungs von North. Bis gleich. Willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 zwischen Vitality und den Dänen von North. 9 CT-Runden konnte sich Vitality schnappen. Etwas beeindruckender könnte man schon sagen, sind die 6 T-Runden von North, die jetzt auf der CT-Seite stehen. Was wird uns erwarten, Joe? Oh, es wird sehr, sehr interessant. Vitality scheint hier viel, viel besser vorbereitet zu sein als in der ersten Stage. Das ist krass. Also, sie hat ja auch im Interview gesagt, sie war ein bisschen... Sie waren confident von ihrem Plan, hat nicht so ganz funktioniert, wurden sie tilt. Hier scheint es auf jeden Fall gegen North viel besser zu klappen. Teams, die man kennt, Teams, die man vielleicht auch besser einschätzen kann. Und der Gameplan funktioniert halt viel, viel besser. Auch hier ein Mitte-Push von North. 3 Leute direkt mal runter.
Gate hat jetzt noch einen Frag bekommen. Er muss sich zurückziehen, weil sehr stark über die falsche Mitte aufgebaut wird. Aber Yugi hat einen guten Winkel, bekommt noch einen zweiten. Starke Shots von ihm, der in der T-Seite kaum zu sehen war von Nord. Auch Apex überrannt immer wieder. Doppelpushes, flawless, diese Pistol Round an North. Ja, noch solider, als es eben Vitality gespielt hat. Dass man das unter Kontrolle kriegt. Gate war da ein absolut wichtiges Zahnrad in der Situation, dass er direkt Richtung falsche Mitte da unglaublich viel Radouts machen kann. Und dann das perfekte Backup. Da kann man über die Bananen nachkommen und somit ist es die siebte Runde. North somit in der Möglichkeit, auf jeden Fall hier die Anschlussrunde zu holen und vielleicht sogar den Ausgleich. Genau, so wie Vitality die aggressive CT-Pistol gewonnen hat, gewinnt sie auch noch North. Also vielleicht ist das die neue CT-Pistol-Meter auf Inferno. Aber ist natürlich immer so, wenn du den Gegner schon im Aufbau stören kennst, wenn diese Frags bei den aggressiven Aktionen sitzen, hast du auf einmal Räume, die sehr ungewöhnlich sind für den Gegner, die schwer einzuschätzen sind, wie die Laufwege dann sein werden. Also du erarbeitest dir durch so ein aggressives Play auch einige Vorteile. Jetzt diese eine AK bei Saivu. Ich finde es auch stark, wie sie diesem sehr jungen Spieler komplett vertrauen. Natürlich werden die Glocks hier erstmal vorgeschickt. Er gewinnt sein Duell gegen Gate. Direkt am... Oh, aber die HE, da hat Saivu Glück, dass er abgedreht ist. Ja, dafür hat Apex den Schaden gefressen auf 32. Ansonsten wäre die AK... Ja, erstmal vielleicht sogar weggeflogen. Das hätte auch passieren können, dass keiner mehr drankommt. Und jetzt kriegt sie Alex. Der hat keine Kevlar. Das heißt, Aimpunch ist hier ganz, ganz böse. Trotzdem, Alex kann den ersten rausnehmen. Ist natürlich jetzt bekannt. Zieht hier nochmal rein. Oh, wie knapp war das denn bitte? Bei dem B-Setup schlage ich aber die Hände über dem Kopf zusammen. Zumindest spielen sie es zu zweit, sodass sie noch ein bisschen mehr Zeit rausholen können. Aber sicherer und effektiver ist die Variante mit einem Spieler oben, der auf Info spielt. Na klar, irgendwo willst du den Gegner auch überrumpeln, mal was Neues machen, was Ungewöhnliches machen, was dann risikoreicher ist. Ein 1 gegen 4, da muss man ganz klar sagen, Vitality nutzt die sehr groben Fehler von North sehr hart, sehr stark aus und wird diese Runde höchstwahrscheinlich ohne Probleme gewinnen. Jetzt checkt man hier noch sauber alle Ecken am Spot, legt die Bombe an Standardplant und ja, North kann eigentlich nur hoffen, dass Yugi die UMP noch durchbringt und dann wird es nächste Runde wahrscheinlich auch ein Force-Buy von North geben. Besonders, dass Alex dann noch zwei Kills bekommen hat. Also er hat keine Kevlar und eigentlich ist er genau die UMP der Kraus. Na, wenn du keine Kevlar hast, du tust halt eigentlich gar nichts und trotzdem kriegt nur zwei Leute raus, ein bisschen Human Shield von Apex und von Saivu da noch gehabt, dann konnte Alex da wunderbar zuschlagen. Ja, am Ende solide Runde, nimmt man gerne mit den Bonus und damit geht's für North auch wieder in den Forceball. Wir leben die halt auch noch mit vier Spielern, ne? Also das ist... Das ist schon ziemlich gut dafür, dass es eigentlich eine Eco war. Also die können hier super Geld schon aufbauen. Jetzt nehmen sie noch die drei SMGs mit, das ist noch besser. Es könnte sogar ein Force-Buy sein. Also es ist die Frage, ob sich North für einen Force-Buy entscheidet oder sagt, wir spielen eine Eco und kaufen danach ein bisschen schlechter equipped. Es ist, glaube ich, jetzt keine leichte Entscheidung, weil wenn ich das Geld gerade richtig gesehen habe, dann waren es so wirklich um die 2.000 Dollar, 1.900. Es wird ein Force-Buy. Da wird schon gekauft. Ja. Die Idee vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man einfach überlegt, wie viel SMGs der Gegner hat. Mhm. Dass du halt einmal Spaß und dann auf Rifles gehst und diesen Vorteil ausnutzt. Könnte man theoretisch machen. Warum nicht? Hier entscheidet man jetzt aber von Force-Buy. Gerade auf Inferno ist der Force-Buy, denke ich, immer eine ganz gute Variante. Es ist einerseits eine Map, die sehr klein ist, wodurch du viel Nahkampf hast und die Pistolen sehr stark, sehr viel Impact haben können. Und auf der anderen Seite willst du ja generell mit vielen Granaten spielen. Das heißt, du machst einen Force-Buy, kaufst danach eben gar nichts, wirklich nichts, am besten noch keine P250 und dann passt es auch mit der Utility in der Folgerunde ein bisschen besser. Dafür müsste man hier jetzt aber auch ein bisschen Geld drin lassen, das machen sie nicht. Also das ist schon ein Heavy Investment mit Blick auf die mögliche erste Waffenrunde von North, falls sie die jetzt verlieren. Aber so kann man natürlich auch viel Zeit rausholen, viel gegenwerfen. Ja, und das könnte dann darauf enden, dass Vitality irgendwie chaotisch auf dem Spot spielt und schon hast du da den Vorteil, den du ausnutzen kannst, aber hier geht man sehr schnell nach vorne. Versucht die Informationen zu bekommen, da treffen sich zwei, am Ende geht Yugi mit 3 AP raus und damit haben sie jetzt erstmal weiterhin die B-Kontrolle. Auf der anderen Seite North immer noch mit so einer krassen Mitte-Kontrolle, also zumindest hat man da die Informationen und vielleicht sogar schon die erste Rotation bei den Nordmännern. Ja, sie gehen nochmal Richtung Mitte, sie wollen jetzt unbedingt das Spiel hier Richtung Mitte irgendwie nochmal aufziehen. MBK passt auf. Ja, der hat ihn im Haus geholt. Sehr schöner Fokus von ihm. Sie wissen, dass sie einem Spieler sehr viel Schaden gemacht haben. Deswegen
wissen sie, dass sie den Frag hier wahrscheinlich sehr leicht bei einem Zugriff bekommen können und wollen das als Fake nutzen. Apex smoked die CD Base dann ab, hat hier sogar einen Fixpunkt dafür, damit die sauber liegt. Flash Richtung CD Base und Abfahrt, wobei die Flash ein bisschen weit nach hinten war. Ein Spieler, der geboostet wäre, wäre wahrscheinlich nicht blind, aber da war keiner. Spot eingenommen, Bombe wird gelegt, Banane ist schon unter Kontrolle. Ein relativ ungefährdeter Plant, wenn diese Doppel-Nate-Kombi nicht reinfliegen würde. Oh, die war ja nice. Und jetzt sind die eigentlich schon in den Afterplant-Positionen. Die Bombe liegt aber nicht, die Smokes sind weg und die müssen sich alle nochmal zum Spot bewegen. Das wird gefährlich. Und Azy hat im Sprung sogar gesehen, dass einer oben drauf steht. So, nochmal ein Molotow, um natürlich irgendwie in die Bombe ranzukommen. Jetzt pickt man sie hier ganz, ganz fein. Und jetzt muss sie geblendet werden. Gott sei Dank ist keine Doppelnet mehr. Dafür nochmal der Zugriff, wird aber von APK und NBK aufgepasst. Und ja, das heißt für Walde, safen. Nice drive von North, reicht aber am Ende nicht. Und Vitality kommt hier durch. Vier Waffen sind es am Ende. Noch ein bisschen Bonus kann man einsammeln. APK bleibt weiterhin an dieser wunderschönen AK. Und damit muss Alex der einzige Spieler sein, der nachkaufen muss. Da kann bitte, direkt. Ja. 99 Damage gegen NBK, der überlebt mit einem AP. Und am Ende ist es egal, wie viel Schaden du gemacht hast. Boostet nur die ADR-Stats und mehr nicht. Könntest theoretisch jetzt auch eine AWP kaufen einfach. Schon mal für Saibu. Wenn man sie einsetzen will gegen die Pistol Round, immer natürlich ein bisschen problematisch, wenn du überrannt wirst. Ja. Aber es wäre ein logisches Investment schon für die nächste Runde. Darf bloß nicht sterben. Ich fand die Runde auch super vorbereitet von Vitality. Verdienter Sieg. Starke Aktion mit der Doppelnate gegen B, gegen den Plant. Ich denke, ein Mittel, das neue Meta werden könnte, weil das meistens stehst du hinter der Smoke. Je nachdem, wie schnell der Gegner drauf geht, hast du die Nate noch übrig. Hier ist jetzt, okay, das ist ein, ich nenne das jetzt mal den North Tower. Ich weiß nicht, ob das vorher von einem anderen Team schon gespielt wurde. Nur vorne an der Holzpalette. Ich sehe es zum ersten Mal. Das sehe ich zum ersten Mal in der Mitte. Ja? Also man kennt das ja an der Holzpalette. Sieh dir die unterschiedlichen Höhen an, das ist so gut gespielt. Ja, das ist echt cool. Das ist sehr schwer auch zu aimen für die Spieler, weil du so viel nachjustieren musst. Natürlich dadurch die Möglichkeit höher, dass du was mit der USB rausholst. Kleine, aber feine Sachen, die uns North hier zeigt. Ich finde das echt nice. Und dann kommt natürlich der B-Go, ne? Ja. Schade halt, ne? Schade halt. Kann man es das nächste Mal wird hier spielen. Nicht Bleib. Viel passieren. Vielleicht gehen Saibu und wer ist das noch? NBK. Irgendwann mal so einen Blick in die Mitte werfen. Aber die wissen eigentlich bei Vitality, dass sie nichts zu verlieren haben. Saibu hat sogar die Bombe, also der sollte wirklich nicht nach oben gehen und noch was checken. Einfach zurück, ganz sicher gehen. Vielleicht die Bombe jetzt sogar ein bisschen abseits des Standardplans legen, genau. Falls die HEs wiederkommen. Aber jetzt wissen sie auch, davor steht keiner. Ruine steht keiner. Na, easy peasy. Der plant jetzt halt ein bisschen schlechter für die Banane-Position, falls es nochmal zu einem Retake kommt. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir sehen einfach ein kompaktes Spiel von North. Die werden jetzt versuchen, wie Venom so schön sagt, mit Masse statt Klasse noch ein paar Exit-Tracks zu bekommen. Ja, gibt es jetzt den Zugriff. Saibu kriegt auch die Informationen. Die Flashbang ja mal wieder perfekt getimt. Besser kann sie ja gar nicht reinfliegen, ne? Der hat keine Informationen, ich vielleicht bin kommt perfekt. Der Mann ist doch ein Orakel. Und einfach weg! Warum denn nochmal reinpicken? Okay, Geld mitnehmen, klar. Ja. Aber, Apex will alles haben. Es lohnt sich nicht, hier jetzt eine Waffe zu verlieren. Ach, Apex, du bist so gierig, Mann. Ja, und der Rest geht einfach so drauf durch die Bombenexplosion. Super gemacht. Es war relativ aggressiv von Apex. Ich will es auch mal relativieren. Es war völlig in Ordnung, dass er nochmal ein paar Infos sammelt, ein bisschen Timing weitergibt für seine Teammates. Und selbst wenn er down geht, wäre es jetzt nicht überdramatisch gewesen. Ja. So nimmt er natürlich die UMP mit. Aber vor allem finde ich das Kevlar-Helm, ein paar Granaten, ganz wichtige Sache für das Geldgefüge auf der T-Seite. Bisher sitzt North da fest, Vitality da fest im Sattel. Aber North, die können jetzt kaufen. Ja. Granaten aber nicht so schön. Wie gesagt, kein Geld drin gelassen in dem Force-Buy. Wenn sie da auf ein paar Granaten verzichtet, könnten sie die jetzt spielen in einer Runde, in der sie eine viel größere Chance haben. Ja, und auch keine AWP. So, jetzt geht's nach vorne, Tempowechsel. Klar, was macht man? Man hatte SMGs gegen Rifles, kann man auch mal schnell das Spiel auffahren. Und das hat hier wunderbar funktioniert, damit kommen sie auf den Spot drauf. Der Einzige, der was verloren hat, ist APK, der ist auf 22 AP. Und das war ein flotter Tempowechsel von Vitality. Ja. Die waren halt so schnell auf den Spot drauf. Einfach hochgerannt, ohne sich großartig zu verraten, einfach durch. North wurde gerade komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht haben sie in der zweiten Runde sogar ein bisschen mitgezählt, wie viele Granaten eingesetzt wurden von North. Dadurch konnten sie wahrscheinlich auch einschätzen, wie viel Utility North gekauft hat, wie viel Geld sie ausgegeben haben. Hier geht es jetzt tatsächlich nur noch um Exit-Frags. Die laufen ganz gut. Da ist nämlich noch ein Kill für Walde. Die Bombe tickt aber schnell. Er ist auf 46 AP runter.
Bleibt sein Mate dabei und guter Headshot. Alex bekommt da noch einen Frag. Ich denke, er kommt auch weit genug weg, aber das ist sau viel Schaden, den Nov da anrichtet. Das Beste, was sie aus der Situation noch machen konnten. Und um nochmal. Okay, alles klar, Apex. Sind wir voll bei dir. Warum funktioniert das? Sie wissen, dass viel in der zweiten Runde gekauft wurde. Dann kommt die Full Eco, aber sie sind sich dann auch sicher, dass in der ersten Waffenrunde eben wenig Granaten da sind, dass vielleicht auch mal nur Kevlar ohne Helm gekauft wird, um noch eine Granate zu haben. Und dann spielst du natürlich so ein Tempo-Play. Hast noch die SMGs dabei, die beim Tempo-Play gut funktionieren. Vor allem die Flash-Kombinationen sind dann wichtig, damit du durchmarschieren kannst. Und dann kannst du dir auch schon fast sicher sein, dass da kein Molotow mehr im Spiel ist. Klar, zur Sicherheit rennt wahrscheinlich wirklich jemand mit einer Smoke in der Hand rum, um den Feuerwehrmann zu spielen. Aber das ist ein super Call gewesen. Der Tempowechsel super. Und North natürlich jetzt mit Problemen, denn die bringen nur zwei Waffen durch, haben beim Exit-Frags ziehen zu viele Spieler verloren, meiner Meinung nach. Das Ding hier auch, für Vitelli ist immer schlimm, vier Waffen verloren zu haben. Wir sehen es hier nochmal in der Übersicht, das sind fast nur SMGs. Ja, und sieht ihr das Geld sie noch generell an. Ja. Und dann haben sie halt noch diese eine M4 verloren. Sie kriegen sogar die AK durch, die wertvollste Waffe. Und jetzt können sie auf ein normales Setup gehen. Und das haben immer noch eine Menge Reserve. Also Vitality hier Money-Management-technisch super unterwegs. Diszipliniertes Spiel belohnt vor allem dein Geldgefüge. So, die Hühner hier. Apex ist gerade wirklich im Rage-Modus. Was hatten die dem denn getan? Ich weiß nicht. Vielleicht mag er einfach kein Hähnchen. Vielleicht mag er nur Schnecken oder Gänse oder so. Okay, greifst aber tief in die Klischeekiste. Ja, in der französischen Küche, da isst man nicht so gerne Hühnchen. Echt nicht? Nee. Ich dachte, die essen alles. Ja, eher Schnecken. Solange es schleimig ist, weißt du. Okay, die Jungs von North haben nicht geforst, sondern sie haben diese beiden gesaveten Waffen dabei und upgraded, aufgelevelte Pistolen. Ich sag's jetzt mal so halb auf Deutsch. Aufgelevelte Pistolen. Ja, ein bisschen Kevlar dabei. Sie können das jetzt noch kompensieren, weil sie einen etwas härteren Loser-Bonus haben. Mhm. Und dieser Run von Vitality beginnt vor allem mit der Runde, in der sie die Eco mit der Saivu AK spielen, so nenne ich die ab sofort. Kirby, Timing Boost. Viel Info in der Mitte und deswegen kann man jetzt einen dritten Spieler Richtung B rotieren. Aber die Bombe ist noch Mitte unten da und noch hat sich Vitality nicht entschieden und auch die lassen sich ewig Zeit mit ihrem Go. Das sieht so aus, als würde es erstmal über die Mitte gehen. Ist es die Mitte? Nein, es ist nicht die Mitte. Es geht Richtung B und da warten drei Spieler. Ist das der richtige Call am Ende? Sie haben noch 20 Sekunden, es gibt keinen Rückweg mehr. MBK hat zwar jetzt diesen Spot eingenommen, aber Merde, da muss es nach vorne gehen. So, Apex geht auf den Spray. Walde kann da zwei Leute rausmachen. Also am Ende die Fehlentscheidung. Ja, und ist durch. Ja, am Ende das Decision-Making auf den falschen Spot gelegt und du verlierst die Runde. Diese eine Information mit dem Boost von Kirby war hier mehr wert als die Frags am A-Spot. Klar rotiert North nicht nochmal rüber, wenn die Frags passieren, weil wenn Kirby down geht, oder als Kirby down gegangen ist, hatten sie keine Chance mehr, irgendwie rechtzeitig zum A-Spot zu kommen. Da committen sie lieber auf den B-Spot und haben das Glück, dass der Gegner noch in die Richtung rennt. Und dazu, und Walde, der wahnsinnig geile Shots mit der 5-7 raushaut. Dass er da überhaupt einen Doppelkill machen kann, war für mich der Neckbreaker für Vitality. Ich glaube sogar noch ein Smokebang dann am Ende von Yugi für den letzten Frag, der so entscheidend war, weil an sich wäre genügend Zeit für ein Plant da gewesen. Stark! So bleibt North mit einer Eco im Spiel, kann selbst ein bisschen Geld aufbauen durch eine gewonnene Eco. Und Vitality, wir haben es eben angesprochen, die haben genug Kohle, hier nochmal die Shots, das waren wirklich, er ist sogar durch die Smoke gepusht. Also er wusste, bei der Zeit ein Commitment durch die Smoke, das kann funktionieren. Vielleicht ist das der Turnaround-Point auf dieser Map. Wenn man das Investment jetzt Daumen bekommt von Vitality, die können nächste Runde nochmal kaufen, by the way. Das ist Wahnsinn, was die innerhalb kürzester Zeit für ein Geld aufgebaut haben. Vier Mann B-Aufbau von North in der Waffenrunde. So, Granaten kommen runter. Damit geht's für Vitality aber auch sehr schnell nach vorne. Doppel, Triple Nate. Ja, und damit teilt man sich neu auf. Also man will nur ein bisschen Druck Richtung Banane machen. Jeder wirft wirklich, beide Teams werfen ein paar Granaten rein und hauen dann erstmal wieder ab. Ja, genau. Und sieht man, wie viel Respekt die haben. Das Schöne ist, North schmeißt nicht mal die wichtige Utility für die Banane raus, sondern nur Granaten. Also sie haben noch ihre Smoke, sie haben noch Molotovs oder zumindest noch eine Smoke haben sie runtergeschmissen. Ja. Das, was halt ging. Genau.
Und das ist sehr gut. Also Utility auch sparen, wirklich für die besonderen Momente im Leben. Das hat North hier auf jeden Fall für die besonderen mit dabei. Momente. Hochzeiten. Ne? Ja. Schöner Monitor von Yugi. Gegen Yugi. Der muss sich auf den Spot zurückziehen. Gate ist sich jetzt gar nicht sicher, wo es hingehen soll. Bleiben lieber zu zweit auf B und er hält dann jetzt die Erlangposition. Aber kein Support für die Abwehr direkt und anscheinend sieht Apex da etwas mehr durch den Molotov. Das ist für die AWPs immer fies, wenn der Molotov sehr nah liegt. Tja, da gab es keine besondere Flashbang für die besonderen Momente heute. Er geht rein. Was ist das denn bitte? Saibu, wie wir ihn kennen und wie wir ihn lieben und wie wir ihn mögen und wie wir ihn fürchten wahrscheinlich ja. Auch. Super krass, guck dir an, der ist schon wieder auf dem Weg. Der macht hier einfach nur Deathmatch, das ist unglaublich, Mann. Der Typ, keine Ahnung, so ein krasses Aiming. Was macht denn Alex da? Er versucht die Bombe zu legen. Warum hat er so lange gewartet? Wahrscheinlich damit sie näher am A-Spot dran sind, auf jeden Fall noch die Kills zu bekommen. Ja. Um die Waffen zu handeln, wartet er ab. Spieler war auch bekannt dann, gehen sie lieber handeln. Eigentlich kluge Entscheidung. Einfach ein bisschen abzuwarten. Den Call zu bekommen, okay, du kannst die Bombe jetzt legen und dann ziehen sie halt schon Richtung Spot rum. Ich fand, die Kommunikation hat man hier sehr stark mitbekommen bei Vitality, auch wenn wir kein Wort verstanden haben. Saibu macht diesen Frag gegen die Bibliothek und gegen die CD-Base besser gesagt. Mhm. Und genau in dem Moment hört man sehr viel Kommunikation bei Vitality. Der Call, dass es Richtung B gehen soll, wird sehr schnell kommuniziert. Jeder soll sofort darauf reagieren. Und dann wird auch mal gesagt, B, 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 B. Ne? So dieses, bitte alle raffen jetzt. Ne? Bitte einmal alle Lauscher auf und zuhören, damit ihr auch wisst, in welche Richtung es tatsächlich gehen soll. Bei 30 Sekunden ist das manchmal auch notwendig. North hängt jetzt komplett hinter dem Geld hinterher. Die wissen gar nicht mehr, wo es dann vorne ist. Schwierig für North. Ey, sie laufen halt. Okay, der Start war okay mit der Pistol. Dann diese Runde von Saibu. Ich glaube, die war gerade so der absolute Horror. Seitdem ist North fast nicht in der Partie drin. Auch dadurch, dass Vitality halt so mega viel Geld innerhalb von 3 Runden aufgebaut hat. Da kannst du halt auch eine Partie mit verlieren. Du kannst das Pech haben und kannst auf CD-Seite nicht mehr reinkommen. Ja. Und das passiert gerade so ein bisschen mit North, dass sie halt auch die Nachfolgerunde verlieren, kein Geld aufbauen, weil Telt ihr Geld selber oben hält. Ja, schwierig einfach so. Das kann jedem Team passieren. Schönes Brett von Gate, aber der Refrag von Alex. Und wenn du natürlich so einen Split gegen eine Eco spielst, machst du dir das Leben meistens sehr einfach. Auch Waldo und Yugi gehen noch down gegen APK und Alex. Die Bombe muss noch gepickt werden, zeitlich aber kein Problem für Vitality. Und ich denke, die 15. Runde ist hier nur noch Formsache. North hat hier ein paar Fehler insgesamt im Game gehabt, wo ich sage, die darfst du dir gegen Vitality, das gut drauf ist, nicht erlauben. Ansonsten reißen die das Spiel wirklich an sich. Mhm. Dass ein Saibu so eine Runde raushaut, ist wahrscheinlich wie früher ein Cold Zero gewesen, dass der mal krasse Runden gegen dich macht. Und hier, da weißt du einfach, okay, das kann mal vorkommen. Aber klar, wenn es in so einem der wichtigsten Momente passiert, tut das schon sehr, sehr weh. Ja, es ist halt allgemein, wie gesagt, wenn man einfach die zweite Hälfte nochmal zusammenfasst so ein bisschen, ist halt, North gewinnt die Pistol Round, dann kommt Saibu mit Alex da um die Ecke, holt diese eine... Okay, alles klar. Okay. Dann kommt die eine AK um die Ecke. Das war mein dann Fan. Dann pickt man noch alle SMGs, farmt wieder das Geld hoch und dann steht man halt schon gesteckt mit Geld. Ich hab mir gerade ein Bein gestellt, Leute. Ab sofort mag ich ihn nicht mehr. Und dann kommst du halt nicht mehr in die Partie rein, weil Vitality so ein mega gestecktes Konto hat und dann verlierst du sowas auch. Klar, man darf nicht vergessen, dass North halt auch diese kleinen Fehler gemacht hat, aber manchmal ist es halt so, wenn du kein Geld hast. Hast du kein Geld. Hast du kein Geld, ne? Und dann läuft dir der Gegner einfach weg. Also diese SMGs waren ein Todesurteil, aber mal gucken, die Flashback ist doch mal schön. Aber man kommt trotzdem erstmal durch. Apex macht den Kill, aber der Schaden ist schon viel zu hoch. Da noch die Nate von Walde. Also es scheint noch die gesegnete Knochenregel zu sein, weil sie sogar noch einen Molotov-Kill bekommen. Alex weiß schon Bescheid, dass das mit der AWP wahrscheinlich nichts mehr, oder dass das mit dem Saven nichts mehr wird. Deswegen schmeißt er die AWP weg und versucht jetzt noch Damage zu machen. Da kommt keiner mehr. 15:9. Turning Point, ich habe das Wort schon mal genannt. Aber noch möchte ich hier echt nicht von einem Comeback sprechen. Da müssen noch für mich 2-3 Runden kommen. Ja, das war jetzt die Knochenregel, die hier zugeschlagen hat. Ey, Geld halt immer noch super bei Vitality. Ja, das ist halt das Geld. Nee, das ist so, das Musterbeispiel. Ja,
pushen. Das ist so ein Musterbeispiel, wie du eine Partie wegen dem Geld verlieren könntest. Ja. Seht ihr, seid ist halt echt undankbar, ja, was das Geld angeht. Das sagen wir immer wieder. Aber hey, du gewinnst dann auch nochmal eine Runde, kommst wieder zurück ins Spiel, dann baust du das Geld wahrscheinlich auch auf. Wald und AZ. Gerade noch raus. HEs kommen nicht an. Yugi geht währenddessen down und das war, glaube ich, im Haus. Das ist hart, weil jetzt verlierst du einen A-Spieler, während du an B noch ein bisschen Druck machst. Da willst du eigentlich, dass die Spieler ein bisschen länger überleben. Und es tut mir leid, Yugi, heute kaum präsent auf dem Server gewesen. Mhm. Also, ich schau mal gerade in die Stats. Nö. Yugi, Topfragger bei North. Krass. Warum fällt er mir denn nicht auf? Wahrscheinlich, weil wir nicht an der AWP sehen. Ja, weil wir nicht an der AWP sehen. Oder wir nicht auf den Frags drauf waren. Dann nehme ich alles zurück. Das tut mir leid, Leute. Yugi. Der Topfragger fehlt gerade. Sehr wichtiger Kill für Vitality. Auf der anderen Seite ist Topfragger Apex. Ja, wenn der mal gut drauf ist, ne? Ja. 21 Frags. So, Kirby aber dann einen Return-Kill bekommen. Apex ja schon Low HP. So, jetzt nochmal Reaggression Flash. Da haben die gerade nicht hingeguckt, deswegen können sie sauschnell drauf reagieren. Salvo mit dem Follow-up, 45 Sekunden. Kirby feuert erstmal raus, was er hat, damit er noch ein bisschen besseres Positioning bekommt. Ich denke, das ist eine super Position, schwer zu checken für die Spieler, die aus dem Haus droppen. Ach, und er bekommt sie beide! Starke Aktion von Kirby! Backside-Smoke liegt, der Wind von Salvo noch geholt. Jetzt das 2 gegen 2 und Apex durch die Smoke noch den Frag gegen Walde gemacht. Oh, yeah. Die Bombe rübergedroppt. Schön das Köpfchen von Apex gesehen. Jetzt das One-on-One. Ja, AZ, der weiß, dass die Bombe gelegt wird. Will er durchgehen? Will er warten? Nee, er wartet. Er denkt, Saibu fängt es vielleicht an. Saibu zieht einfach rein. Saibu macht es einfach. Das ist dann so eine Stärke, die dann auch der Youngster hier ausspielen kann.